Und da reden wir vor allen Dingen von Mitgliedern, die an prekären Stellen sitzen, wie zum Beispiel Leitstelle oder, du hast es ja gerade gesagt, Bernd, die Frage Fahrausweisprüfer und so, sagen wir, Gruppen, die noch nicht so organisiert sind. Und an die richten wir uns jetzt. Und da geht jetzt dieses Jahr, wird dafür genutzt, die zu organisieren. Und dann werden wir im nächsten Jahr ab Juli dann Verhandlungen überall parallel führen, in ganz Deutschland. Also wer ein Fahrrad hat, ist gut. Die nach keins haben, sollten sich auch eins anschaffen, weil ich kann euch versprechen, da werden wir Deutschland mal zeigen, wo es lang geht. Und da sind wir fest entschlossen zu. Und deswegen sollten wir als Linke dafür kämpfen, dass es eine Politisierung der Gewerkschaften nach links gibt. Und da können wir als Partei auch einen starken Beitrag dazu leisten. Das ist ein Klassentreffen. Ich bin jetzt das dritte Mal dabei. Ich bin seit 10, 12 Jahren oder eigentlich schon länger, 15 Jahren mit dem Thema linke Gewerkschaftsarbeit, Organizing, Erschließungsarbeit, wie können wir uns umbauen, umstellen, beschäftige ich mich. Und ich finde, dass ich hier immer wieder Leute finde, mit denen ich da nochmal inhaltlich drüber reden kann. Ich höre aber auch neue Ideen, neue Impulse und das tatsächlich das Treffen von anderen. Das ist right, the point of the strike is to clarify, more than any other weapon I have ever used, that there are actually only two sides. There's us and them, and there's nothing in between. And a strike clarifies it like nothing ever. It's to stop the advance of the far right. It's to build unbreakable class solidarity, which every strike I've ever witnessed or led or been on does. Unbreakable working class solidarity, because you're in struggle together. And the boss is the enemy. And it's going to change the politics if we do it a lot more. Thank you so much. In Zeiten der ökonomischen Zangenkrise, ja, wo es sozusagen in der Automobilindustrie große Verwerfungen gibt, also im Herzstück der deutschen Industrie Verwerfungen geben wird, wegen der Erreichung der Klimaziele. Es wird ja nicht bei der Umstellung auf E-Mobilität bleiben. Ja? Es wird eine radikale Veränderung des gesamten Mobilitätssystems bedürfen. In einer solchen Situation auf Politik zu verzichten, käme dem politischen Selbstmord der Gewerkschaften gleich. Es zieht sich schon irgendwie durch seit dem Beginn der Veranstaltung eigentlich hier, dass wir eine Rechtsentwicklung haben, die vor Gewerkschaften und vor betrieblichen Strukturen, vor Verwaltungen und Dienststellen einfach nicht Halt macht. So, es ist weniger das Thema. Als erstes gibt es auch Rechtsextremisten unter Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, aber eher so, wie prägt das eigentlich unseren Betrieb, wie prägt es die betriebliche Arbeit und wie prägt es in der Folge auch die gewerkschaftliche Arbeit. Das scheint schon durchgehend zu sein. Das ist vielleicht auch ein Grund für die gute Beteiligung. Kriegst du auch das Verbinden wieder hin. Also, dass wir sozusagen auch in Bündnissen nach vorne gehen müssen und die Gewerkschaftsbewegung auch insgesamt betrachten müssen. Und das, finde ich, ist hier total spürbar. Und so richtig Aufbruchstimmung. Also gerade im Plenum, finde ich, ist das von der Stimmung und emotional toll. Alter. Aber es geht ja auch darum, mit anderen Gewerkschaften sich zu vernetzen oder mit anderen Betriebsräten oder auch Menschen, die einfach in Bewegungen aktiv sind und Arbeitskämpfe unterstützen möchten. Und das ist auf jeden Fall hier passiert. Awesome. Also echt awesome. Also ich war mir nicht ganz sicher, was mich hier erwarten würde. Und es ist mega geil zu sehen, dass es auch noch ganz viele andere Aktivisten und ehrenamtliche Menschen gibt und auch noch hauptamtliche, die begriffen haben, dass wir halt im neuen Zeitalter sind, neue Arbeitskämpfe sind und dass sich da was verändern muss und dass auch wirklich eine Empathie auch da herrscht und auch Sympathie füreinander und Solidarität auch da ist. Und ja, unser Motto, mehr von uns ist besser für alle, gilt, glaube ich, auf allen Ebenen. Also mehr von uns Pflegekräften ist besser für alle, mehr von uns Gewerkschaftsaktiven ist besser für alle, aber auch mehr von uns politisch Aktiven ist besser für alle. Und ja, das ist mein Appell an euch.
organisiert. Wirklich großes Lob an die Vorbereitungstruppe hier. Perfekt, klappt wie am Schnürchen. Die Leute sind alle guter Laune. Die Angebote hier zum Diskutieren, die Vorträge, super. Astral.